15.000 Volt. Sie sind stets bereit, die elektrischen Lokomotiven mit ihren gewaltigen Lasten zu treiben. Aber sie sind auch ständig bereit, sich einen Weg zur Erde zu suchen. Isolatoren und der große Abstand von der Erde verhindern es. Nur dort, wo man absolut sicher geht, dass die Leitungen sich nicht in ihrer Lage verändern können, kann man die blanken Leiter trotz der 15.000 Volt näher an geerdete Bauteile heranführen. Doch die Männer draußen arbeiten und bewegen sich dabei in der Nähe der unter Spannung stehenden Fahrleitung. Sie sind sich oft gar nicht bewusst, wie weitreichend ihre Bewegungen sind. Ihre Aufmerksamkeit ist durch ihre Arbeit so in Anspruch genommen, dass sie leicht übersehen, wie nahe sie den Leitungen kommen können. Abstand halten, abschalten und erden sind die Forderungen, die sich eindringlich durch alle Vorschriften der Unfallverhütung ziehen. Und es gibt niemanden, der nicht eingehend belehrt wurde. Und doch, immer wieder lässt ein Eisenbahner sein Leben oder erleidet schwere Verletzungen. Warum? Ja, warum? Machen wir uns im Film zu Zeugen solcher Unfälle. Sie haben sich alle so ereignet. Lokführer Neumann besteigt unter der Fahrleitung den Umlauf und den Kessel seiner Lok, trotz wiederholter Unterweisung. Zartes Zeugs. Reich mal die Hacke rauf! Meister, aber doch nicht hier unter dem Fahrdraht! Ach, los! Ich nehme mich schon in Acht! Nicht so hoch! Er ist schon viel zu hoch und den Blitzpfeil als letzte Mahnung ließ er völlig unbeachtet. Und ich hab's ihm doch gesagt. Und warum verunglückte Heizer Schubert tödlich? So war der Hergang. Vor Abfahrt will er noch seine Kohle vorziehen. Er weiß genau, die Lokomotive steht unter der Fahrleitung. Und er weiß auch, dass das, was er vorhat, verboten ist. Denn vorsichtig und beinahe ängstlich sieht er nach oben. Mit Recht ist eine solche Arbeit verboten. Denn wer ist sicher, dass er bei solcher Arbeit dem Fahrdraht nicht zu nahe kommt? Besonders hier, wo Schubert allmählich den Kohlenberg ersteigt.